Hallo! Hallo und willkommen zum Abenteuerhof. Heute sind wir im Wald. Wir haben hier einen wunderschönen Backdrop mit Fall Colors, also Herbstfarben, und machen heute ein kleines Erntedankfest, weil das wunderschön ist, wenn der Herbst die goldenen Farben hat, und wollen die Pumpkins, die Kürbisse hier heute ausschneiden und zurechtmachen. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich merke gerade, ich bin ganz alleine hier. Ist der Sam irgendwo noch im Wald? Vielleicht sollten wir den mal rufen. Sam! Ich höre da was. Was ist das denn? Ah! Oh, wow! Hallo! Hi, Sam! Wir haben ihn in den Blatt gestellt. Du hast aber einen Auftritt hier hingelegt. Hallo! Und wer bist du? Ich bin die Ape. Hi, April. Ja, die ist meine Freundin. Wir haben uns kennengelernt in dem Spielplatz. Okay. Und haben Sandburgen gebaut. Ja. Da warst du heute. Ja. Ah, schön. Und ich wollte mal gucken, kommen, was ihr so macht. Ja. Dann bist du heute bei uns in unserer Herbstsendung. Ah. In der Erntedanksendung. Schön, dass du da bist. Kinder. Hallo, Kinder. Hallo. Oh, was war hier denn hier? Im Laub spielen? Das war auch voll Spaß! Oh mein Gott, das ist Spaß! Macht ihr einen durcheinander hier? Habt ihr Spaß? Das mag ich am liebsten. Ja, ne? Das kennt ihr zu Hause auch, Kinder, oder? Wenn, wenn man im Wald geht und dann in die trockenen Blätter sich reinlegt. Ne? Ich mag das so gern, wenn die alle runterfallen und man hat die verschiedenen Töne, Brauntöne, Gelbtöne, Grüntöne. Ja, hier sind ein paar gelbe. Grün, und jetzt sind die so anders. Ja. Ja, jetzt habt ihr aber ganz schön das Durcheinander hier gemacht. Komm, wir räumen mal ein bisschen auf, damit wir Platz haben für unseren Kürbis. Einmal alles hier rein. Genau. Super macht ihr das. Ja, erstmal ein bisschen aufräumen. Die Kartoffel, genau, die gehört auch zu. Was meinst du mit der Möhre? Die Möhre kannst du essen oder zur Seite legen. Gut, ich glaube, da haben wir genug Platz. Ich guck mal eben, ja, für unseren Pumpkin. So. Was machen wir heute? Gut, hier, das ist ein Kürbis. Das ist ein Kürbis. Ein schöner oranger Kürbis. Ja. Und den wollen wir heute ein Gesicht rausmachen. Ich bin auch orange. Genau, du bist auch ein bisschen orange. Ja. Und ich habe mir den so angeguckt und habe gedacht, oh, da machen wir ein tolles Gesicht drauf. Und ich habe es ein bisschen schon vorbereitet. Ihr braucht ein scharfes Messer. Bitte, bitte nur die Eltern benutzen. Schade. Dafür muss man hier oben den Hut abschneiden. Einmal rundherum schneiden. Das habe ich schon gemacht. Wow. Kann man das aufmachen. Ja, und dann kann man mit dem Löffel, das könnt ihr dann schön machen, dieses Ganze, was innen drin ist, aushöhlen. Das habe ich jetzt auch schon vorbereitet, weil es etwas länger dauert. Und das ist hier drin, das sieht dann so aus, das ist ein bisschen ekelig. Und da kann man nachher die, die Kürbiskerne rausmachen, und die werden wir dann auch in den Ofen tun zum Trocknen. So, boah, ihr seid aber heute überall, ihr zwei. Hallo. Hallo. So. Dazu werde ich jetzt mal ein Gesicht aufmalen. Und ich möchte gerne einen freundlichen Kürbis, oder? Es gibt immer diese Bösen, ne? Diese Bösen, die mag ich ein nicht. Großes Lachen. Ich habe jetzt hier einen Permanentmarker. Und dann mache ich zwei Augen, eine Nase, und dann machen wir einen großen, freundlichen Mund. Ja! Ich lache so gerne. Ihr auch? Ja. Sehr gut. Du solltest öfter kommen, April. Oh, ja, gerne. So, guck mal, jetzt könnt ihr das Gesicht schon mal sehen? Ja. Einmal aufgemalt. Und jetzt, das dauert ein bisschen, müsst ihr mich ein bisschen entertainen, ihr zwei. Und dann werde ich jetzt mal das ausritzen mit einem kleineren Messer. Was? Das, was die Maler da macht. Ja, ich habe noch die persönliche das gesehen. Da ist ein Lachen in den Mund. Und jetzt machen sie den Augen. Das ist Spaß. So. Der eine Auge ist schon draußen. Isst du das jetzt? Sam, du musst ein bisschen vorsichtig sein mit dem Messer hier, ne? Ja, richtig. Hast du gehört? Ja. Gut. Na, und das mit dem Messer hier auch bitte die Eltern machen lassen. Aufmalen könnt ihr es selber. Da haben wir das andere Auge schon. Und jetzt machen wir mal erst den Mund. Und wir können erklären, was wir gemacht haben im Spielplatz heute. Ah, wir haben Drachen gejagt. Ja. Drachen, das hört sich ja auf. Die haben uns auch gejagt. Ja, wo waren die denn? Ja.
Und ich hatte ein bisschen Angst, aber es war lustig. Weil okay. War alles dabei. Ja. Ja. Wir haben ein großes Schloss aus Sand gebaut. Ja. Schön. Ja. Da ist der Mund. Oh, da. Mund? Habe ich den Mund raus? Guck mal, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Ah, und ich versuche mal die Nase, die gefällt mir nicht toll. So. Vielleicht machen wir die doch auch dreieckig. Und kann man den denn essen? Das ist eine gute Frage. Also soweit ich weiß, sind das auch Esskürbisse. Es gibt aber auch reine Zierkürbisse. Ah. Also theoretisch könnte man den essen. Ich kenne diese Antworten. So. Der große Kürbis schmeckt nicht so gut zum Essen. Ah. Nur der kleine Kürbis schmeckt gut zum Essen. Ich verstehe. So, guck mal, jetzt können wir den Deckel Kürbis drauf. Wie macht man den Deckel drauf? Kriege ich den nicht zurück? Da. So, jetzt habt ihr... Oh! April, alles okay. Gut. So, jetzt wollte ich den Deckel gerade... Ah, danke, cool. April. Ohne euch heute würde ich das gar nicht schaffen. Nein, vielen, vielen Dank. Problem, gerne. So, jetzt muss ich den richtigen Weg finden. Tippi, da ist er dran. Hey. Jetzt haben wir ein kleines Gesicht gemacht, einen freundlichen Kürbis. Das ist ein freundlichen Kürbis. Genau. Und da könnt ihr jetzt ein Teelicht reinstellen und den draußen... gemütlich. Genau, du setzt dich schön drauf, Sam. Ach, wo hast du denn die Kürbisse? Genau, Kürbiskerne. Guck mal, die hatten wir hier schon mal vorbereitet und angeröstet. Cool. Da haben wir das... du hast aber einen Hunger, April. Sam, du auch ein bisschen? Ja, ein bisschen. Da ist jetzt noch kein... Salz dran. Da könnt ihr noch Salz dran tun. Und ich esse die aber auch ohne Salz. Knubber. Die sind aber echt lecker. Knusper. Also, das ist unser kleiner Freund. Guck mal, da kannst du auch ein bisschen Kürbisse. Danke für die Einladung, Leute. Das war so schön. Ja, und jetzt gehen wir alle weg und sagen bis nächste Woche. Tschüss. Und wir sagen bye-bye. Viel Spaß beim Kürbis aus. Genau, du hier. April auf die andere Seite. Oh, okay. Bye. Mit Achtung auf zum Tschüss.